Die Fotografie hat mein Leben bestimmt. Und zwar immer wieder in anderen Perspektiven oder in anderen Aspekten. Als die Zahl 90 auftauchte, plötzlich bei mir, dachte ich, wieso 90? Also ich habe es gar nicht so gemerkt. Eine neue Berliner Ausstellung zeigt ein Künstlerleben, aufgeblättert in ausgesuchten Fotos. Für das perfekte Bild reiste FC Gundlach jahrzehntelang um die Welt und wählte ungewöhnliche Kulissen. Eine Pan Am-Maschine in Beirut, der Strand von Hamburg-Blankenese, eine Aufnahme am Hamburger Hafen, mehr als nur ein Modefoto. Gundlach setzte sich immer wieder mit neuen Kunstströmungen auseinander. In den 60er Jahren beeinflusste ihn die Pop-Art. Das Bild ist gemacht 1966. Da kaufte ich meine ersten Blätter von Andy Warhol. Also die waren ja sehr bunt und die hatten diese naiven Wölkchen da auch. Und wir haben das natürlich nachgebaut im Atelier. Wir saßen im Trend richtig. Wir haben ja vorhin gesagt, als Prêt-à-porter kam, das war doch nicht, das war die 60er Jahre. Die 60er Jahre war die wichtigste Dekade in meiner Erfahrung. Weil da kam die Emanzipation, da kam die Studentengeschichte, da gab es auch die RAF und all die Geschichten. Aber auf der anderen Seite gab es den Minirock, der immer kürzer wurde. Es kamen die Beatles. Das ist alles in der gleichen Dekade gewesen. Also die Welt hat sich total verändert. Für die ersten Fernsehzeitschriften fotografierte Gundlach Stars wie die Schauspieler Yves Montand und Simone Signoret in Paris. Oder die erst 23-jährige Romy Schneider. Die ganze Tragik dieses Menschen ist da einfach schon drin. Und sie hat die Bilder sich dutzendweise bestellt. Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir auch mal eine Rechnung schreiben. Und dann haben wir ihr eine Rechnung geschickt. Ich weiß nicht, ob über 1000 Mark oder was, ich weiß nicht mehr. Und jedenfalls, wir haben jetzt, also wenn wir diese Vorarbeiten, diese Ausstellung machten, die Überweisung gefunden von Rosemarie Albach. Schickt uns 1000 Schweizer Franken aus Vaduz, Liechtenstein. Ist auch lustig, nicht? Und wirklich unter Rosemarie Albach, nicht unter Romy Schneider. Na gut. FC Gundlach, Jahrgang 1926, entdeckte die Fotografie schon als Zehnjähriger. Diese Bilder nahm er per Selbstauslöser auf. Nach der Fotografenausbildung Ende der 40er Jahre spezialisierte er sich auf Modefotografie. Die Posen der Models und die besondere Ortswahl machten ihn zum Star der Branche. Seine Bilder dokumentieren den Zeitgeist. Sie sind ein Stück Kulturgeschichte. Im Berlin der 50er und 60er Jahre fotografierte er auf Modemessen und an zentralen Punkten der Stadt. Damals, das ging bis zum Mauerbau, nicht wahr? Hier zum Beispiel, das Bild ist gemacht worden in der Woche, als die Mauer gebaut wurde. Und da drehte Billy Wilder den Film 1, 2, 3. 90 Jahre, 90 Fotos. Die Berliner Schau zeigt auch Gundlachs Weltreisen. Zum Beispiel in den Iran, wo er Kinder beim Teppichknüpfen fotografierte. In New York erhielt er wichtige Impulse für sein Handwerk. Initiiert wurde die Ausstellung von einem langjährigen Wegbegleiter. Meine Freundschaft zu ihm kommt eigentlich daher, dass er einer der Jungs vom Lande ist, die es im Nachkriegsdeutschland die weite Welt verschlagen hat und der sein Ding gemacht hat. Und in 60 Jahren einfach nicht nachgelassen hat, sondern bis zum heutigen Tag wach ist, am Leben teilnimmt, eine Meinung hat und einfach in unserem Land eine singuläre Figur. Schon früh arbeitet FC Gundlach auch als Galerist. Er wird Stifter, Sammler und Professor für Fotografie. 1992 beendet er seine Fotografenkarriere, betreut aber weiter wichtige Ausstellungen. Ruhestand? Für ihn kein Thema. Nein, das kann ich nicht. Also ich habe schon 20 Mal gedacht, hör auf. Warum soll ich aufhören? FC Gundlach, ein exzellenter Handwerker, der mitgeholfen hat, die Fotografie als anerkannte Kunstsparte zu etablieren.